herzlich willkommen zu dem Landwirtschaftssimulator 2017 oder nur 17 besser gesagt mit dem Sachsen-Let's Player, dem Werner und dem Frizzy, also dem Werner von Burning Gamers. Hallo. Hallo. So, und unseren wunderschönen vier Geräten, Maschinen, was auch immer. Wir haben einen Anhänger, wir haben einen alten Pickup, wir haben einen neuen Pickup und wir haben hier so einen wunderschönen New Holland und einen Case, die älteren Modelle. Ja, und dann wollen wir einfach mal sagen, herzlich willkommen im neuen Forstprojekt, ne? Ja, willkommen, Jungs. Denn das wird's hier werden. Und jetzt fragen sich bestimmt die einen oder anderen, was haben sie denn noch? Richtig, eine Kettensäge. Nein. Wer sitzt denn hier schon wieder? Der Dicke sitzt schon wieder hier in dem Pickup, ey. Das glaube ich nicht. So, na gut, dann fahr ich halt den Traktor. Ja, wir werden jetzt so tatsächlich in das Waldgebiet aufbrechen. Denn diesmal hier im LS17er ist es möglich, mit der Hand zu beginnen. Ohne Verladetechnik. Und das werden wir auch tun. Wir werden quasi die ersten Holzer, die ersten Holzstämme mit der Hand verladen müssen, bis wir uns dann mal den ersten Kran leisten können, ne? Ja, das heißt, immer kleine Stückchen abschneiden jetzt und einfach mal auf die Pritsche verladen und dann geht das los. Ja. Genau. Und was man auch noch dazu sagen muss, was richtig, richtig, warte mal, scheiße, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja, servertechnisch, die Synchronisationszeiten sind, ja, schon ziemlich geil, ne? Minimal. Ja, minimal. Boah, es ist einfach so geil, hier mit den Geräten hier lang zu ballern. Ich bin ja mal gespannt, Wir haben ja diesmal auch unterschiedliche Bäume. Wir haben dicke Bäume, dünne Bäume, große Bäume, kleine Bäume und so weiter. Die Bäume wurden sehr stark überarbeitet, also die sehen auf jeden Fall ganz anders aus. Richtig, richtig schön und lebendig. Und ja. Nicht da oben ist nichts. Da stelle ich trotzdem meinen Traktor hin. Habe ja nichts dran hier. So, okay. Bin ich ja gespannt, wie das jetzt funktioniert. Die Blinker bleiben. Du musst mit dem Anhänger runterkommen. Den Anhänger müssen wir auch. Was sagst du? Da wird's auch. Die Blinker bleiben sogar. Nee, nee, was willst du jetzt machen mit dem Anhänger? Rundumleuchten auch, ja. Ja, ich dachte, den stellen wir erstmal da oben hin. Aber nur wenn du den automatisch Motorstand aktiviert hast. Das wird sein. Deaktiviert hast. Ja. Nee. Aber wie du willst. Doch. So. Wer will eine Hand weniger, der soll rankommen. Ja, ich fäll mal hier den ersten Baum. Nehmen wir hier die gute Stiel. Also, ihr wisst schon, dass wir jetzt drei Frauen und ein Mann sind? Wer ist der Mann? Oh. Es fängt so an, wie es aufgehört hat. Der Baum kippt nicht um. Das ist halt typisch. Das ist wieder Frizzy. Er kann's nicht. Ach, weißt du was? Ich guck erst mal zu. Ja, ich guck auch mal so. Wow. Also, die Animation der Frau ist ja, Geht die? Oh, Randy, bück dich. Wow. Oh, Baby. Der Gedanek. Kannst du mein Mojo spielen? Hey, ich hab mal ein bisschen geschuppt. Okay, jetzt. Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh, guck mal, wie geil. Warte mal, bitte. Oh, Mann, man muss auch mal aufs Detail gucken, ey. Wieso ein Ruhepelle, ey? Junge. Alles schon gezeigt. Schöne Baumtextur, schönes, fälliges. Nein, aber guck doch mal, Alter. Guck dir doch mal an, wie geil die Bäume aussehen, wie geil die Rinde aussieht und das? Die ganzen Äste und alles. Das ist was. Alles sehr viel dichter. Ich weiß nicht, ob du bei deinen erweiterten Grafikeinstellungen alles mal hochgehobt hast. Geil, wie dicht du bist. Goethe war dichter. Auf jeden Fall. Oh mein Gott. Hast du das hochgehobt? Was sagst du? Hast du in den Custom-Einstellungen auch alles hochgehobt? Also 200%, 16 mal Anti-Aliasing, Kantenglättung. Ja, ja. Das ist richtig geil. Das. So, aufladen, Jungs. Mädels. So. Erstmal das. Erstmal gesägt werden. So, jetzt säg mal, komm. Frizzy. Ich bin der Bongo. So, warte, wo ist Manus? Wo ist Manus? Warte mal, das ist ein schöner Untersetzer für den, für den heißen Topf. Ja, ja, warte, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Wo ist er? Da ist er. Hier, bleib mal stehen. Hier. Oh, lol. Da kommt der CD-Spieler vor der vorne. Also. Das kann ich sehen. Also, ich glaube, das neue Forstprojekt wird episch. Ich glaube, das wird richtig gut. So lang? Alter, das kannst du nicht auf. Ich bin der. Oh, klar. Oh, lol. Ich bin der Mann hier, weg da. Oh, Mann. Ja, natürlich, auf dem kleinsten Anhänger. Alles wie klar. Wie geil ist das denn? Man nimmt die Baumstämme einfach weg da. Hast du gerade gesehen? Jungs, so hast du es noch nicht gesehen bei einer netten Dame. Guck mal, der ist ja komplett überladen. Das könnt ihr nicht machen. Guck mal, wie der unten runterhängt. Oh ja. Oh, guck mal die Reifen an. Oh, nee. Lol. Aber guck mal, jetzt sieht man auch schon geil den Reifendruck. Ja. Oh, und die Federung und alles, es ist einfach mega. Es ist absolut. Also wenn du noch, Moment, der hat noch Platz. Ich glaube, die kriegst du da nicht richtig rein, oder?
Ja, die müssen einfach mal ein bisschen kleiner sägen, ey. Ich wollte gerade sagen, Alter. Oder stell mich hoch und du gibst mir den hoch und ich tu den rein. Aua! Wer hat meinen Stamm genommen? Mach doch mal den Pickup voll. Ja, ich wollte. Ich bin nur halb beladen. Ja, eben. Hau das auf den Pickup, den kleinen hier noch, komm. Sonst machst du zwei kleine draus und die packst du vorne rein. Oh. Was in die Packst du auf dem Beifahrersitz? Jo, genau, soll ich es noch anschnallen vielleicht? Ja. Ja, ja, nee. Oh mein Gott. Ja, das so, aber das ist rausgeflippt. Ist schon sehr, sehr geil. Also, das muss ich jetzt Moment, mal echt mal. Zugeben. Baumfeld! Jetzt. Jo, soll ich die schon mal wegfahren? Ja, bring mal weg. Wo, ich weiß gar nicht, wohin. Ehrlicherweise. Sägewerk ist auf der rechten Seite. Säge. Und zwar dieses Santon Swarm Mill. Ah, okay. Das heißt, einmal rumfahren. Okay, ich kann eigentlich hier hoch auch fahren. Du musst schon langsam machen, ne? Ja, ich habe einmal ganz kurz. Ich bin davor, dass ich mein Lenkrad angeschlossen habe. Ich bin mit. Genau. Da ist einer weg. Ja, aber ich packe ihn hier in den anderen Fahrweiter. Bin 3 Meter gefahren. Das dauert ein bisschen. Alter. So, auf jeden Fall. Gut, komm dann. Warte, ich nehme die ab oben. Ja, gut. Oh. Passen? Nee. Nee. Warte. Da ist mir durch die Hand gerutscht. Da ist ziemlich nass. Wir müssen kleinere Stücke schneiden. Das geht gar nicht. Oh, lol. Wenn du ihn anpackst, immer wieder los. Halt ihn mir einfach mal vor die Larve. Ja, wenn du ihn anpackst, fällt der runter. Ich will, So, guck. Boah. Ich mach gar nichts. So, du bist einfach zu schwach. Das ist jetzt schon besser als wie jedes andere Projekt, ey. Du bist wie im Wheeler. Okay, warte mal, bei 1 musst du loslassen. 3, 2, 1. Oh nice, war los. Hat das funktioniert? 3, 2, 1. Wegschlag den selber auf, ey. Ach, du bist doch einfach Also muss die Frau hier selber machen, ey. Der Schwächling hier. Bleib da, Bizeps so. Da, zack, ist er drin. So einen nehme ich zum Frühstück, mein Freund. Da bist du ja gewohnt, ne? Schneide einfach mal die Scheißbäume hier ein bisschen kleiner. Mann. Ja, dann schneid sie doch kleiner, wenn du willst. So, hier, komm. Guck doch mal, wie dick der ist hier unten, ey. Oh ja. Hast du nie gesehen, oder? Hol mal deine Freundin für sie, die will auch mal sehen. Doch, ich habe so einen Dicken schon mal gesehen, bei deiner Mama. Oh, nice. Oh, nice. Gibt's da nicht auch einen Anhänger für den Pickup? Ja, dieser. Achso, Benzin, ne, der bringt uns ja nichts. Okay. Ja, das ist ja nur für Saatgut und Benzin. Also, Manus, die Stücke sind genau perfekt. Ja, weiß ich. Wo, Moment. Oh. Fährt ihr irgendwer von euch rum? Nee, ne? Nein. Ja, wir sind alle hier am Frost. Alles klar. Noch auf dem Server. Nee, es gibt wohl KI-Verkehr, also normalen, ne? Multiplayer, ja, den kann ich ein- und ausschalten. Sehr geil. Echt? Ja, wir fahren Autos rum. Multiplayer diesmal? Ja. Yep. Oh. Cool. Sweet, dude. Das heißt, wir können dann vielleicht noch ein paar Infos zu dem Projekt einfach. Die einen oder anderen werden sich natürlich fragen, warum kommt morgen schon wieder keine Folge. Ja, ganz einfach. Wir werden das so weiter behalten, wie es im 15er war. Das lief nämlich super. Das heißt, alle 2 Tage kommt eine Folge. Aber eben wieder Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, oder? Nee. Dienstag, Donnerstag, Samstag, Sonntag. Alles gut. Sowas, ne? Ja, genau. Genau. Also wie im 15er, alles cool, ne? Und ja, freut euch, es wird lustig, es wird richtig gut. Ja, wir sind aktuell noch im Lokalhost, noch kein Didi-Server, deswegen können wir uns auch noch nicht als Admin einloggen und nur der Horst sieht, wie viel Geld wir am Start haben. Kannst du mal den Traktor ein bisschen herfahren, Freezy? Ja. Oh, guck mal, wie schön ich das hier gesägt habe, ist schon ein bisschen geil. Gerade eben hier die Dinger ein bisschen. Säg die halt auch immer so lange, du schaffst das nicht, die kleiner zu schneiden, ne? Mann, ey, ich verstehe es einfach nicht. Alter, ich bin hier am... Ich rede mit Randy. Mit dem Host. Ja. Warum, Randy? Warum kannst du nicht einfach ein bisschen kleiner schneiden? Weil du hast mir mal vor ewig langer Zeit, wo Gehirnzellen noch nicht verteilt waren, mal was von Effizienz erzählt. Du Mongo. Warum sollte ich Dinger 30 Mal kleiner schneiden, wenn der Anhänger so breit ist? Weil das einfach viel cooler ist und viel besser aussieht mit dem Verladen und alles, ey. Ja, das ist richtig cool. Hab doch mal ein Auge für die Schönheit. Okay. Da hätte ich mit dir schon gar keinen Kontakt haben dürfen. Ah. Ganz kurz, da steht jetzt, ich bin jetzt an der Verkaufsstelle für Holz. Echt grauenhaft mit dem. Wow, jetzt ist die Meldung wieder weg. Auf alle Fälle bekommst du für entastetes Holz mehr als wir für Holz. Jetzt müsste Geld gekommen sein. Ja, ist richtig, 241 und 146. 1000? Gut. Nee, glaube ich nicht. Ja, aber du bekommst auch mehr für gerades Holz, was jetzt nicht so verbogen ist und so. Ja. Toll. Oh, guck mal hier, Füsi. Wen?
Das wäre ein schöner Hackstock. Warte mal, ich versuche den mal aufzustellen. Ah, okay. Kann ich hier drüber fahren? Ah. Wow. Das wäre ja noch geil, wenn du das so spalten könntest. Boah, da wirst du. Ja, gut. Holz hacken. Ja. Ey! Der steht! Ja, nice. Noise. Ja, nice. Ah, Alter, Alter, aber guck mal, wie geil das Holz auch aussieht, ne? Das muss man echt mal. Lol. Ich finde das auch geil. Guck mal, wenn du mal hier auf den Hänger gehst, das Holz sieht nicht gleich aus. Ja, ne. Hier fehlt mal ein bisschen Rinde, hier ist mal ein bisschen mehr Rinde, hier ist ein bisschen mehr. Wollt ihr mitfahren oder was? Warte, das ist noch nicht richtig. Ne. Gibt's da nicht auch diese Spanngurte auf dem Pickup? Nee, ne? Auf den richtigen. Nee, auf den Pickups nicht. Haben wir alles drauf erstmal? Ja, mehr passt eh erstmal nicht, ne. Wo muss ich hin? Runter. Also ihr müsst schon mitfahren, ihr müsst das ja per Hand entladen, ne? Folge dir, ja. Da, wo Werner ist, ist da nicht das Sägewerk. Nee, ich komme gerade wieder zu euch hoch. Werner, du sollst dich schon wieder die Schnitze klauen. Tut mir leid. Doch. Aber Werner ist es schon richtig, aber du hast ja gerade vergolt. Ja, mein Gott, ich habe einen Stamm verloren. Komischerweise den langen. Die anderen liegen alle schön drauf. Nice. Oh, geht. Senke. So, wo ist jetzt das Sägewerk? Vorne bis zur Straße, links halten. Oh, und dieser Motorsound, Alter, krieg ich so einen steifen Pillemann, ey, das gibt's gar nicht. Ey, wie du einfach, das ist einfach so, wenn du die Höchstgeschwindigkeit erreichst, wie der Motor dann so ein bisschen in die Abriegelung geht. Oh lol, warte, stopp, wir haben da einen verloren. Ich hab's gesehen, ich bin drauf. Aufladen. Und dann einfach, wenn du vom Gas gehst, dieses. Und wenn du Gas gehst, dieser kernische Motorsound. Einfach der Hammer. Echt der Hammer. Also das ist, oh, da geht mir gerade der Pillemann so ein bisschen, ne? So, wo müssen wir jetzt hin zum? Geradeaus, einfach nur noch geradeaus. Wie heißt das? Mill, irgendwie sowas. Sormel, Stanton Sormel. Genau. Die Sägemühle. Jawohl. Ja, sehr cool. Ja, Leute, ihr könnt auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass wir hier so ein kleines Forstprojekt auf jeden Fall starten. Wir wollen alle Forstsachen ausprobieren, weil diesmal ist ja auch im 17er forsttechnisch mehr vorgegeben wie im 15er. Es gibt ein paar neue Sachen, es gibt mal stationäre Sachen sogar und so weiter und so fort. Und das wollen wir natürlich alles ausprobieren. Wir warten auf die ersten Mods. Sobald die kommen, werden wir die natürlich auch mit reinschmeißen und so weiter und so fort. Ich denke, wir werden wieder eine Menge Spaß haben. Ich denke auch. Ich frisch da jetzt einfach mal vor, aber ich denke, wenn die ersten LS17 Maps raus sind und wir eine schöne Forstmap finden, werden wir da auch, glaube ich, wechseln, oder? Oder bleiben wir hier auf also der Map? Das werden wir dir sagen, jedenfalls. Oh. Und dann treffen wir uns und du bist auf der neuen Map und wir sind immer wieder. Lache mich tot. Ich habe gerade GTA aufgenommen, ich habe einfach keine Stimme mehr, ne? Schreibst du immer bei GTA-Aufnahmen? Ja, relativ viel, ja. Okay. Ja. Also, ich rede gar nicht oder wenn ich rede, dann schreie ich. Ah. Es gibt nicht nur diese zwei Sachen, ja. Okay. Es sind also immer Anschuldigungen hin und her. Du hast mich gerammt, er hat mich gerammt. Achso. Ja. Ich weiß nicht, wer am lautesten geschrien hat. Dezibelmesser hab ich nicht aktiv bei sowas. Ja. Oh, hier geht er mal schön auf 29 km runter, ne? Mhm. So, wie im echten Leben, blinken ist eine Stunde. Ja. Oh Gott. Merkt ihr was? Er macht jetzt serious Gameplay. Mhm. Das, was er am 15. an diesem Scheißdreck interessiert hat, macht jetzt serious Gameplay. Applaus, ja. Applaus. Ja, das ist Wahnsinn, wie du es immer wieder schaffst. Aber Jungs, jetzt habe ich eine andere Frage. Wir haben ja den 17. jetzt schon ein paar Tage, ne? Gibt es irgendwas, was euch gar nicht gefällt? Nö. Nix, ne? Also für ein, zwei Kleinigkeiten hätte ich vielleicht, aber das sind wirklich Kleinigkeiten. Also erzähl mal, Werner. Ja, weiß ich nicht, so Feinheiten halt, dass der Blinker nicht automatisch ausgeht, wenn du um die Kurve gefahren bist und solche Sachen, ne? Ach, geht nicht? Nee, geht nicht. Muss der von sich selber wieder ausmachen. Achso, das war 15 aber auch nicht. Nee. Aber das ist schon ein Meckern auf sehr hohem Niveau. Uah. Ja, versuch den nochmal links abzuladen. Da geht die nicht. Klappe auf. Doch, du kannst das wechseln. Moment. Ich fahr mal schick zurück mit dem. So. Ich überleg gerade, wie ich das Abladen beende, ja. Wieder Steuerung I.
Moment, lass mal, René. Wir müssen mal ausprobieren. Na gut. Das funktioniert richtig gut. Achso, Moment. Geld ist gekommen. Oh, verdammt. Könnte es sein, dass wir ein paar neue Rückleuchten brauchen für den, ne? Wird auch nicht besser, ne? Schade. Ne. So. Ich glaube, kann man nicht noch so aufziehen, so ein Stück, ne? Ne. Wäre geil gewesen. So. Warte, schmeiß ich euch runter. Ja. Yeah. Denk dran, mit rechter Maustaste werfen. Ja, ja. Problem, ich krieg die hier nicht raus. Das läuft. Eines unten da. Warte mal. Bin gespannt, ob ich. Oh. Bin gespannt, ob ich ganz ankomme, ey. Sicher nicht. Deswegen sage ich einfach nicht so lang, aber naja. Jetzt reite ich die ganze Zeit drauf rum. Ja, ist aber so. Mimi, Mimi, Mimi. Das hat ja nichts mit Mimi zu tun. Das ist ein... Doch. Nee, alles. Null. Nee. Machst du ein Video über mich? Mach ich. Ja, der krasse Zerberster, habe ich gehört. Mhm. So, zack. Yeah. Ja. Perfekt. Yeah. Boah, bist da hingeschmissen, ja. No, ja? Läuft, läuft. Ja, dir den großen Pimmel. So, schön. Erste Ladung Holz. Wie viel hat das gegeben, Randy? Wie viel haben wir jetzt? Circa 3000. Wie viel Geld haben wir jetzt? 25.000. Okay, okay, also das, doch müssen schon, das müssen wir schon ein, zwei Mal machen. Was ist denn unsere erste Anschaffung? Mit 22.000 haben wir angefangen. Ich glaube, wir haben keine Bäume mehr. Außerdem sind wir mit der Folge durch. Jo. Dann, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir schauen mal, was unsere erste Anschaffung sein wird in der nächsten Folge vielleicht oder in der übernächsten. Wir sehen uns auf jeden Fall übermorgen wieder am Donnerstag und ja, sind jetzt erstmal raus. Lasst das Däumchen da, wenn euch das Projekt gefällt, wenn ihr richtig Bock drauf habt. Schaut bei den anderen vorbei, alles in der Videobeschreibung. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.